Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man die Wasserhärte an der Philips Series 2200 einstellen kann. Ich habe die EP 2220 und wichtig ist, bevor man das Ganze einstellt, man sollte natürlich wissen, welche Wasserhärte man hat. Entweder man weiß es, wenn nicht, kann man auch noch bei seinem Anbieterversorger nachfragen. Der kann dort auch Auskunft geben. Meistens findet man das auch im Internet. Oder man misst das Ganze hier mit einem Teststreifen aus. Die kann man relativ günstig kaufen. Kann ich euch gerne unten einmal in der Videobeschreibung verlinken, wo es die Teststreifen für die Wasserhärte zum Ausmessen günstig gibt. Ja, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr die Wasserhärte ausgemessen habt, dann kommt ihr auf ein Ergebnis. Entweder habt ihr sehr weiches Wasser, mittleres Wasser oder halt hartes bzw. sehr hartes Wasser. Und wie man das jetzt einstellt, das möchte ich euch hier an dem Gerät gleich zeigen. Wenn euch das gefällt, lasst an der Stelle gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gern meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos und ihr verpasst dann auch keine weiteren wichtigen Videos mehr, auch hier zu der Kaffeemaschine. Um die Wasserhärte einzustellen am Gerät, muss es ausgeschaltet sein. Das ist ganz wichtig. Und ihr habt jetzt hier die Aromataste. Das ist die Taste, wo die Kaffeebohne mit drauf ist. Und die haltet ihr für ca. 3 Sekunden einmal gedrückt. Dann seht ihr, dass hier die 4 Lampen anfangen zu blinken. Bei mir sind alle Lampen aktiviert. So ist auch das Gerät voreingestellt ab Werk, das heißt auf hartes Wasser. Und durch einmaliges Drücken könnt ihr das jetzt ändern. Wir sind jetzt bei einem Punkt, das heißt, hier hätten wir jetzt weiches Wasser und so wird es immer weiter in Richtung hart. Ja, ich lasse es in meinem Fall jetzt auf das harte Wasser eingestellt, weil ich tatsächlich hier hartes Wasser habe. Und dann müssen wir hier noch einmal die Play-Taste drücken und dann ist das Ganze auch im Gerät eingespeichert und jetzt weiß der Kaffeeautomat, dass ihr hartes Wasser habt. Wählt also bei euch die Wasserhärte aus, die ihr habt, zwischen den 4 genannten Punkten und dann einfach mit der Play-Taste das Ganze einspeichern und dann ist das Ganze schon erledigt. Das war wirklich easy. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt hier zu dem Kaffeevollautomat, mit anderen möglichen Einstellungsmöglichkeiten, was es alles gibt, Reinigung, Entkalken etc., dann lasst schon mal einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist kostenlos und da verpasst ihr die Videos nicht. Und wir sehen uns dann auch in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin!